Gute zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retrokrempel. Leute, die Toyplosion 2 hat am 14. und 15. September in Castrop-Rauxel 2024 stattgefunden. Und Leute, ich bin happy, aber ich bin auch wirklich kaputt. Das war eine sehr geile Veranstaltung. Es waren zwei vollgepackte Tage mit vielen, vielen Besuchern, Käufern, Sammlern, Enthusiasten, Cosplayern und wirklich Leute, die einfach an diesem ganzen Vintage-Hobby oder alles, was damit so drumherum oder entfernt zu tun hat, Spaß hatten, und es ist einfach nur überwältigend gewesen. Ich habe dort zwei Tage einen Stand gehabt, bin mit dem guten Dennis, dem Stocki und dem Bürgermeister, dem Flo, Gruß an euch, geile Typen, angereist. Also wir haben uns dort getroffen, haben freitags aufgebaut, haben schon die ersten Deals-Abwicklungen hinter uns gebracht, haben schon teilweise die Sachen austauschen können, die wir uns noch gegenseitig mitgebracht hatten, und bin schon mal so ein bisschen durch die Gänge gelaufen und habe auch schon das ein oder andere gefunden. Und ja, habe meinen Standort aufgebaut, dann sind wir was essen gegangen und haben noch den Sascha, den Martin Carter und seinen Bruder Mickey getroffen. Gruß an euch, ebenfalls geile Leute. Sind was essen gegangen und ja, haben dann beim Dennis geschlafen. Der hat uns zwei Tage lang aufgenommen, den Flo, mich und seinen Sohn. Ja Leute, ich habe zwei Tage lang doppelten, upgegradeten Stuff, also die Upgrades, Downgrades, wie nennt man das denn? Also die, wenn ich etwas upgegradet habe, natürlich die doppelten Sachen, habe ich wirklich jahrelang im Keller gesammelt und habe vieles, vieles dabei gehabt. Ich hatte ein Auto, wirklich ein SUV, komplett voll bis oben hin. Also da war wirklich kein Zentimeter mehr Platz. Und auch, ich hätte noch viel, viel mehr mitnehmen können, die Sachen, weil man ja natürlich organisatorisch sehr weit aufgestellt ist. Nicht. Habe ich leider vieles auch zu Hause lassen müssen. Also sehr viel Turtle-Stuff, also lose Turtles, die ich noch bei mir zu Hause habe, die konnte ich leider nicht mitnehmen. Wurde leider viel nachgefragt. Das war schade, weil ich hätte gern auch die Sachen gerne losgeworden, aber nichtsdestotrotz, ich konnte wirklich, wirklich gut verkaufen. Ich habe viele Sachen losbekommen, wo ich jetzt persönlich nicht damit gerechnet hätte, dass danach überhaupt jemand fragt. Aber man sieht halt, es gibt wirklich für alles einen Liebhaber, und gerade bei der Toyplosion kommt wirklich alles zusammen. Es ist halt keine reine He-Man, Star Wars, Turtles Convention, sondern es ist wirklich ein wilder Mix, was es dort alles gab. Ich bin selbst beeindruckt, was dort immer aufgefahren wird. Dass Händler, die nicht nur aus Deutschland kommen, sondern die Italiener, Toys Heaven, Gruß an euch, falls ihr das irgendwie sehen solltet, auch aus England, aus Holland und umliegenden Ländern kamen die Leute, haben dort gekauft, verkauft, Spaß gehabt. Und ja, ein paar Neuzugänge gab es, aber vorher habe ich noch ein paar geile Leute getroffen und die werden vorher nochmal kurz erwähnt. Ja, den Flo, den Bürgermeister natürlich, geiler Typ, einer der ersten, die ich dort getroffen habe, genauso wie den Dennis Stockhofen, der Stocki. Gruß an dich, ebenfalls richtig geiler Typ, wir kennen uns auch schon sehr lange, er war DJ bei mir auf der Hochzeit, und so, ja, ist es auch mal cool, mal wieder sich so zu sehen. Wir haben uns in Montabaur bereits schon getroffen, da kommt auch nochmal ein Video dazu bei den Neuzugängen. Und ja, war mal wieder schön, auch mal so sein Zuhause zu sehen, sein Sammelzimmer zu sehen. Auch schon beeindruckend, was er alles hat. Und eine richtig geile Sammlung und ja, schönes Zuhause. Ja, dann den Sascha, den Martin Carter Production und natürlich seinen Bruder Mickey. Die waren auch wieder am Start, die waren letztes Jahr auch da. Und wir haben wir uns letztes Jahr das erste Mal gesehen. Ich meine, ja, könnte sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, dass wir uns letztes Jahr das erste Mal gesehen haben. Die Jungs kommen halt aus Hamburg, und ja, wenn man jetzt nicht irgendwie gerade Urlaub in Hamburg macht oder die vielleicht hier irgendwas im Süden zu tun haben, dann sieht man sich halt leider nur einmal im Jahr, aber es ist immerhin eine geile Zeit und ich freue mich immer, wenn man die Leute dann doch an solchen Veranstaltungen sehen kann. Ja, dann natürlich der Pitendo, einer der Veranstalter, richtig, richtig geiler Typ. Wir haben uns immer mal kurz gesehen, mal kurz gesprochen, leider nicht so viel Zeit miteinander verbringen können, weil er natürlich auch mega viel zu tun hatte. Und ja, ich bin mal gespannt, was er als Fazit zur Toyplosion sagt, wenn sein Video kommt. Und ja, ich freue mich einfach drauf und auch aufs nächste Jahr, falls es eine Toyplosion 3 gibt.
Dann habe ich natürlich den Mike getroffen. Er und seine Frau kamen dort wieder. Richtig geile Leute. Mich hat es mega gefreut. Mike, geiler Typ. Und ja, kommen wir zum Jerry. Auch ein geiler Typ, denn von ihm habe ich das Exclusive und ein paar Geschenke bekommen. Aber der Jerry ist einfach auch ein geiler Typ. Wir haben uns jetzt das zweite Mal gesehen. Wir haben aber wirklich viel Kontakt über WhatsApp, was die Silverhawks, Sectaurus, Thundercat Sammlungen angeht. Und tauschen da uns sehr regelmäßig aus. Und ja, es ist einfach nur ein geiler Typ und ich freue mich schon aufs nächste Treffen. Ja, dann natürlich die Spielzeugjäger, die Spielzeugjäger, der Alex und der Madin. Ich hoffe, dem Madin geht's wieder gut nach dem Samstagabend. Und ja, die Jungs waren auch da mit dem Andreas, glaube ich, hieß er. Sorry, aber ne, Manuel. Das war dann die Revanche. Dieter sind dort angereist und ja, haben dort auch einen Stand gehabt, hatten dort ein Panel gehabt, wie es so schön hieß. Haben dort von ihren USA-Reisen erzählt und ihre Sammelleidenschaft da nochmal den Leuten so ein bisschen nahegelegt und die Erfahrung geteilt. Richtig geil. Ich habe es von oben, also ich war gerade hinter der Bühne, war mein Stand oben gewesen auf den oberen Rängen und da konnte ich das so ein bisschen mitverfolgen. Aber durch die Verkaufsgespräche war ich da leider auch sehr oft sehr abgelenkt. Da konnte ich mir leider das alles nicht so im Detail anschauen. War ein bisschen schade. Ja, neben mir war der Dino-Typ. Kanal blende ich euch mal ein. Richtig krasser Typ, was die Dino-Sammlung angeht. Beziehungsweise generell Dinosaurier-Sammlung, Jurassic Park, Dioramen, die er baut. Also richtig cool. Wir haben uns immer so ein bisschen getriezt, gebettelt, gedisst. Aber alles, denke ich mal, im freundschaftlichen Umfeld. Geiler Typ auf jeden Fall. The Patrick hieß er, glaube ich. Und ja, war auszuhalten, muss ich sagen. Also hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auf der nächsten Toyplosion wiedersehen. Vielleicht auch mal in einem ein oder anderen Video. Und vielleicht wird das ja dann auch was mit der Dino Rider Sammlung bei dir. Dann war der Mo da. Mo von Action Toy Universe aus mit seinem Stand. Der Shredder war auch da, hat dort mitgeholfen. Auch geile Typen. Wir haben leider uns auch nur kurz am Anfang der Börse und auch am Ende der Börse kurz unterhalten. Die Leute, wie gesagt, sind halt auch einfach beschäftigt. Die können halt sich nicht so frei bewegen, als wenn man nur Besucher ist. Und dementsprechend hat man sich da kurz unterhalten. Aber trotzdem war es schön, dass man auch sich kurz unterhalten konnte. Ebenfalls geile Typen. Dann war die Sabine da, die Stamm der Sabinerinnen-Innen. Sau cool, dich da auch getroffen zu haben. Wir wohnen ja nicht weit weg, haben es aber irgendwie immer noch nicht geschafft, uns mal zu besuchen. Aber trotzdem richtig cool. Turtles ist ja so absolut ihr Milieu und war dann auch mit dem Foot Soldier zusammen. Gruß an dich am Stand. Hat einen riesen Stand gehabt. Wir kennen uns auch nur von Instagram ein bisschen schreiben. Wir haben uns dort dann kennengelernt persönlich und es war auch richtig geil, dich kennengelernt zu haben. Gruß an dich, geiler Typ, geiles Power Ranger, Green Power Ranger Cosplay-Kostüm angehabt und ja, bei den Temperaturen auch extrem anstrengend, extrem warm und es hat mich ja sehr gefreut, dich dort kennengelernt zu haben. Ja, dann war der Jonas da von Captain Planet Toys. Da verlinke ich euch den Instagram-Channel. Auch ein richtig geiler Typ, sehr angenehm, sehr ruhiger Typ. Und wir haben uns über Instagram kennengelernt. Wir haben uns letztes Jahr auf der Toyplosion gesehen und auch ein bisschen geschnackt. Da war er mit seinem Junior da. Und ja, diesmal war er mit einem Kumpel da aus Holland. Ich habe leider den Namen vergessen. Oder hat ihn nicht gesagt, ich weiß es nicht, aber war auch cooler Typ. Ich grüße euch beide, geile Typen. Wir haben uns da, als der Jonas was zu essen holen ist, ein bisschen unterhalten. Und ja, mein Schulenglisch ist leider nicht ganz so gut. Aber ich meine, wir haben uns mit Händen und Füßen trotzdem echt gut verständigen können. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch nächstes Jahr wieder zu sehen. Beziehungsweise vielleicht kann man sich ja mal bei irgendeinem Treffen auch mal sehen. Das wäre natürlich sehr cool. Und ja, Gruß an euch, geile Typen. Ja, dann war natürlich der Star Wars Sammler dabei. Der ist ja, glaube ich, auch von der Toyplosion Crew als Inventar eingekauft worden oder hat sich selber eingekauft dort, ich weiß es nicht. Auch wieder ein geiler Typ, war mit seiner Schimanski-Jacke ständig unterwegs und ja, war auch nur busy, man hat ihn nur überall rumrennen sehen. Genauso wie die Judith Hildebrand, Gruß an dich, ihr seid auch richtig geile Menschen
Und mich hat es sehr gefreut, euch mal wieder gesehen zu haben. Wir haben leider wenig miteinander geredet. Mit dem Star Wars Sammler habe ich ein kurzes Interview geführt. Das hat mich gefreut. Und ja, hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr auf der nächsten Toyplosion wieder. Ja, dann habe ich den Matt getroffen. Auch ein geiler Typ bei uns aus der WhatsApp-Gruppe. Ich werde von den Leuten, falls ich es noch nicht erwähnt habe oder noch nicht gemacht habe, überall mal Bilder einblenden, wenn wir Fotos gemacht haben. Hat leider auch oft nicht gepasst, dass wir Fotos gemacht haben oder man hat es verpasst. Aber von den meisten habe ich eigentlich Fotos gemacht. Ja, auch ein geiler Typ. Uns noch nie live gesehen. Das letzte Mal, wo wir bei Mike uns treffen wollten, konnte er leider nicht. Und jetzt haben wir uns endlich mal wieder, ja, oder ist endlich mal wieder, endlich mal das erste Mal live gesehen. Er war leider nicht sehr lange da, aber trotzdem geiler Typ. Wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung. Ja, dann war noch der Macho von Kennt ihr noch da? Gruß an dich, auch ein geiler Typ. Waren Samstagabends dann noch was essen zusammen mit ein paar anderen Leuten und war mit seiner Freundin da. Und ja, war auch cool, coole Gespräche, auch ein sehr, sehr entspannter, ruhiger Typ. Und habe mich gefreut, war auch ständig unterwegs, ständig busy. Und ja, war cool und ich hoffe, dass wir uns dann auch wieder in den, ja, auf den nächsten Conventions sehen. Wie gesagt, in Ludwigshafen ist im November, vielleicht ist es ja auch was für euch. Kommt doch mal nach Ludwigshafen. Ja, dann auch noch ein Gruß an Zodiacs Zeitresor. Geiler Typ, Hamburger Jung. Auch zum ersten Mal, glaube ich, live gesehen. Es kann auch sein, dass wir uns letztes Jahr schon mal gesehen haben auf der Toyplosion, aber jetzt nicht irgendwie bewusst groß miteinander was zu tun hatten. Ich glaube, er ist dann später bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingekommen und so konnten wir uns dann auch endlich mal, ja, auch ein bisschen länger unterhalten. Und ja, wie gesagt, das finde ich so am geilsten bei so einer Veranstaltung, wenn halt da einfach die Leute zusammenkommen und man halt einfach mit den Leuten, die man halt nicht treffen kann, einfach mal so, weil die vielleicht 10, 8 Stunden gefühlt entfernt wohnen oder einfach auch keine Zeit haben oder nicht wollen und sich dann dort kennenlernen kann. Ja, sehr cool, hat mich gefreut, ebenfalls geiler Typ. Ja, natürlich habe ich auch noch viele andere Leute getroffen und ich hoffe, ich habe wenig vergessen. Ich war 2 Tage dort, wie gesagt, es sind wirklich viele Leute am Stand vorbeigekommen, die vielleicht auch meinen Channel kennen, die sich mit mir unterhalten haben, die meinen Channel kennengelernt haben dadurch. Und ja, ich hoffe, jedem, den ich vergessen habe, er verzeiht es mir. Ich werde mit jedem, mit dem ich ein Bild gemacht habe, auf jeden Fall nochmal einblenden. Am Ende so ein großes, wahrscheinlich wieder ein Thumbnail. Ja, dann noch ein Gruß, auch an einen geilen Typ, der Gormister. Ping! Geiler Typ, war mit seiner Frau da, die ein Lea-Cosplay-Kostüm anhatte. Das sah auch einfach mega aus. Und die sind da auch den ganzen Tag rumgerannt und rumgehasselt. Sau cool, viel mit Kamera, viel gefilmt, viele Interviews geführt. Ich habe auch ein kurzes Interview mit ihm geführt. Und ja, hat mich mega gefreut, dich wiederzusehen. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder auf der Toyplosion. Ja, einer der geilsten war natürlich auch wieder da. Und zwar Ed von Ed Retro's Geek Out. Geiler Typ. Auch wenn er jetzt vielleicht das nicht versteht, was ich sage. Vielleicht ist es auch ganz gut. Er hat auch ordentlich, wirklich ordentlich bei mir eingekauft. Da vielen Dank für deine, ja, Kauffreudigkeit bei mir und mich hat es sehr gefreut, dich wiederzusehen. Vielleicht sehen wir uns ja jetzt auch im Oktober, da ist nochmal eine Convention in Belgien, wo ich vorhabe hinzufahren, steht noch nicht hundertprozentig fest alles, vielleicht sehen wir uns ja dort auch, würde mich dann auch freuen. Wer ihn noch nicht kennt, ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass die Leute, die meinen Kanal kennen, ihn nicht kennen. Er hat mit Sicherheit auch ein Video gemacht über die Toyplosion, wo er die Leute erwähnt hat. Und ich werde es auf jeden Fall dann hier unter meinem Video verlinken. Ed, geiler Typ. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr spätestens wieder auf der Toyplosion. Ja, ebenfalls Freitag schon getroffen, den Retro-Rauner. Richtig geiler Typ. Gruß an dich. Ebenfalls wieder mit Freunden am Start gewesen. Und ja, wir hatten auch kurzes Gespräch gehabt, immer mal wieder uns gesehen, aber auch leider von der Zeit her wirklich schwierig gewesen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann demnächst wieder in Ludwigshafen vielleicht. Und da können wir dann nachher noch mal ein bisschen die Toyplosion Revue passieren lassen. Geiler Typ, Gruß an euch. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, das Letzte kommt zum Schluss. Nee, wie heißt das? Das Beste kommt zum Schluss? Ja, der Mate. Der ultimate Player. Ihr müsst ihn euch wirklich mal in Real Life einfach mal anschauen. Es ist einfach nur ein geiler Typ. Was soll ich dazu sagen?
Riesig groß, mit einer Glücksbärchenjacke, einem Wrestling-Rucksack und einem Bauchladen. Was soll ich sagen? Wie ein Fiebertraum auf LSD. Richtig geil, einfach nur der Typ. So Leute, dann kommen wir mal zu den Neuzugängen von der Toyplosion. Und ich muss mal sagen, ich habe jetzt hier unter meinem Tisch eine Kiste stehen, wo die Sachen drin sind. Und ich habe noch einen Neuzugang, das war so, sozusagen der erste Übergabe auf der Toyplosion. Den zeige ich euch hier in einem Ganzkörperbild sozusagen. Einen Mighty Max-Aufsteller. Ein fast lebensgroßen Mighty Max-Aufsteller, der ist, ich würde mal schätzen, so 1,40 Meter müsste der, 1,50 Meter müsste der vielleicht hoch sein. Und ja, einfach nur ein saugeiles Teil. Das habe ich vom guten Philipp. Gruß an dich, einer der Mitveranstalter. Geiler Typ. Hatte er bei Facebook angeboten und ich habe da sofort zugeschlagen. Habe ich bis jetzt auch nur einmal beim Kuschelmuschel gesehen, tatsächlich. Und da war der an die Wand getackert und ich hatte damals schon gefragt, ob er den verkaufen würde. Und da war eher so, eher in Richtung Nein die Tendenz. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt meinen eigenen, ja, Mighty Max Aufsteller habe. Ich habe ja auch meine Mighty Max Sammlung, zumindest die, die bei mir in die Vitrine gepasst hat, bei mir jetzt auch schon ja, eingeräumt. Und da kommt er nebendran und das freut mich mega. Ein Stück. Geile Geschichte für von Mighty Max in meiner Sammlung zu haben. Und da danke ich dem Philipp für einen wirklich fairen Preis dafür. Und den habe ich dann mit meinem sogar erwirtschaftetem Geld bezahlt. Genauso wie alles, was ich jetzt euch zeige, was ich auf der Toyplosion gekauft habe, ist alles nur mit dem gekauft worden, was ich halt auch dort eingenommen habe. Und ja, das ist einfach das schönste Gefühl, dass man wirklich keine Ersparnisse irgendwie anbrechen muss, sondern dass man wirklich das, was man dort praktisch in Geld umgetauscht hat, wieder dort umtauschen konnte. Also es ist eigentlich ein 1:1-Tausch gewesen, sagen wir es mal so. Ja, vielen Dank an den Philipp. Gruß an dich nochmal, geiler Typ. Und ja, wir kommen mal zu den nächsten Sachen. Das nächste, was ich gefunden habe, gleich freitags beim Aufbau, ist diese Viewmaster Thundercats Discs. Wie heißen die eigentlich? Reels. Drei Reels von Viewmaster, von den Thundercats. Die habe ich beim guten Douglas gefunden. Gruß an dich. Ebenfalls geiler Typ. Sehr fairer Händler. Coole Preise diesmal gehabt. Coolen Stuff gehabt. Und ja, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Freitags abends gekauft, aber auch erst. Ich glaube, ich habe es samstags dann auch bezahlt, weil ich halt gefragt habe, ob ich halt einen Tag später erst bezahlen kann, weil ich halt gern erstmal was einnehmen würde. Und habe es dann samstags bei ihm abgeholt. Und ja, geile Sache, schön für die Thundercats-Sammlung. Vielen Dank an den Douglas. Dann habe ich beim Retro-Rauner etwas gefunden, und zwar diese Sectoros-Figuren. Und zwar schon lange bei Facebook, schon vor der Luxor-Fantastic im Sommer. Und die hat er mir jetzt endlich mitgebracht. Also das ist jetzt nicht auf der Börse gekauft, sondern das ist jetzt noch, ja, was er mir sozusagen noch mitbringen wollte. Richtig cool. Der Kollege mit seinem Käfer, die fehlen mir noch. Das Minicomic fehlt mir noch, was hier drin ist. Und bei den anderen, der eine hat ein bisschen blaues Gesicht, den werde ich jetzt nicht irgendwie bei mir in die Sammlung aufnehmen. Der wird dann halt mal probiert sauber zu machen und dann kommt er nächstes Jahr vielleicht wieder mit. Und bei dem anderen Kollegen hier, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht upgraden kann. Also vielen Dank an den Retro-Rauner an dieser Stelle. So, der nächste Neuzugang ist ein bisschen kleiner und zwar haben wir hier eine Laserbeast-Figur und zwar eine kleine Maus. Und das Besondere an den Laserbeasts ist, dass man hier wie so eine kleine Kugel drin hat und man sieht dann hier ein Feuersymbol darin. Und da sieht man dann, ich weiß nicht, welche Stärke sie haben oder zu welcher Fraktion sie gehören, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Den Namen werde ich auch nochmal einblenden. Ja, den habe ich bei einem Stand gefunden, an dem ich am Sonntag zum ersten Mal vorbeigelaufen bin. Und zwar, wenn man in die Halle reingekommen ist, ich sag mal die lange Seite und ich habe auf der Stirnseite, nennt man das so, Stirnseite, rechts meinen Stand gehabt mit dem Flo, mit dem Sascha und auch mit den Spielzeugjägern. Und auf der anderen Seite der Halle hat ein Mann, ja, älterer Mann, viele, viele Battle Beasts und Laser Beasts verkauft.
Hat mich ein bisschen geärgert, dass ich da erst hingekommen bin am Sonntag, weil vielleicht hatte er noch mehr und vielleicht auch ein paar Fahrzeuge, die hätte ich ganz cool gefunden. Und ja, einen losen Laserbeast zu finden ist auch ein bisschen schwieriger als einen losen Battlebeast zu finden. Und das Besondere hier dran ist jetzt, ich habe nicht sehr viel Geld dafür bezahlt. Und das Besondere ist, dass ich die Laserwaffe noch zu Hause hatte davon. Und so konnte ich wirklich ein Schnäppchen machen, eine Figur, die mir in der Sammlung gefehlt hat, in einem Top-Zustand mit ihrer eigenen Waffe. Hier oben ist so eine kleine Maus drauf. Das Besondere an den Battle Beasts, die haben halt alle solche, das sind halt Tierköpfe oder Tiergestalten und die haben alle auch auf den Waffen, zumindest auf den Laserwaffen, haben die irgendwie so eingearbeitet, solche Tiersymbole. Also sieht richtig cool aus und es hat mich richtig gefreut. Es war noch so ein kleines, ja, Geburtstagsgeschenk an mich. Ich hatte generell jetzt nicht so die Ambition, da groß durchzuhasseln und da wirklich viel einzusammeln, zu kaufen. Ich wollte mich auf ein paar schöne Sachen beschränken, das habe ich auch getan. Und ja, freue mich da natürlich auch über so eine Kleinigkeit, die ich dann an einem Stand gefunden habe. So Leute, beim nächsten Stand, der war zwei Stände links neben mir, war ein älterer Herr mit einem jüngeren, ich weiß nicht, ob es vielleicht der Sohn war, die haben Sachen verkauft. Unglaublich. Das erste, was ich gesehen habe bei denen, was mir sehr gut gefallen hat, war nicht nur diese wunderschöne 1-2-3-Cardback, sondern Sectorus. Sectorus-Figuren, sealed in box, leider italienische Version, zu einem unschlagbaren Preis. Und das war direkt am Anfang und ich musste mich wirklich zurückhalten, da nicht wirklich alles zu holen. Ein bisschen ärgert es mich natürlich, dass ich die Sachen nicht geholt habe. Ich glaube, ich hätte ein Figuren-Fullset fast gehabt. Aber ich wollte halt wirklich auch mich darauf beschränken, die Sachen nur zu kaufen, wenn ich halt schon was eingenommen habe. Und bei den Sachen, die ich jetzt hier gekauft habe, da wusste ich, okay, das nehme ich auf jeden Fall ein, ob ich jetzt da 9 oder 10 Figuren, die halt jetzt auch nicht nur 5 € gekostet haben, aber jetzt auch nicht teuer waren. Ob ich das erwirtschafte, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und ich habe mich auf die Sachen beschränkt und das ist auf jeden Fall geiles Zeug. Als erstes ein 1-2-3-Kit Cardback aus der letzten Wave, meine ich, ist der jetzt. Und in einem schönen Acrylcase. Falls ich eines Tages mal einen losen 1-2-3-Kit finden sollte, kann ich den sogar hier reinstellen. Und das war zu einem unschlagbaren Preis, wo ich mir gesagt habe, das muss ich jetzt nehmen. Die Figur alleine kostet, ich glaube, 300-400 € mittlerweile. Vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar weniger. Aber man findet ihn auch sehr selten. Das war mein erster Fund, bei dem man stand. Dann hatten sie Kisten gehabt, wo ja geiles Zeug einfach drin war und ich da wirklich zuschlagen musste. Eins von meiner Wands, die ich jetzt streichen kann, wo ich mega glücklich bin, ein Ghostbuster Führerschein. Ich werde ihn mal auspacken und euch dann mal noch Detailbilder nachliefern. Richtig geiles Teil. Hätte ich nie gedacht, dass ich den in der Qualität zu einem unschlagbaren Preis bekomme. Genauso wie nochmal ein Poster von den Ghostbusters. Da muss ich mal schauen, zu welchem Fahrzeug das vielleicht gehört. Ein Robocop Promo-Heftchen, auch geil. Ist leider noch sie. Obwohl, man kann es, glaube ich, aufmachen. Das ist, glaube ich, nochmal in so einer Verpackung drin. Muss ich mir mal genauer anschauen. Ein Filmation Ghostbuster Comic war, denke ich mal, bei den Figuren oder auch bei den Fahrzeugen vielleicht dabei. Dann, was ich natürlich liebe, Kennerkataloge. Hier sind zum Beispiel Beetlejuice, aktuell natürlich zum neuen Kinofilm. Red Fink kenne ich zum Beispiel gar nicht. Police Academy, Shadow Striker, Robocop und Ghostbusters. Beim nächsten ist nochmal, das ist nicht der gleiche. Ist hier irgendwas anderes? Hier ist noch Starting Lineup drin. Das ist, glaube ich, so eine Football- oder Baseball-Sammelreihe. Hier nochmal mit Bill and Ted's Reise durch die Zeit. Dann halt englische Kataloge mit Swamp Thing auch noch dazu. Dann hier ein
kleinen Turtles-Katalog. Den habe ich mir mehrmals geholt zum Komplettieren. Hier nochmal vielleicht ein anderer Turtles-Katalog. Das ist jetzt nur die Rückseite, die man sieht. Dann sehr schön ein wunderbares Captain Planet-Heftchen, was mich sehr gefreut hat. Eins, zwei Wrestling-Heftchen. Richtig geil. Also sau cool. Der Mega-Action-Spaß und hier auch nochmal mit RTL2-Werbung. Sau cool. Bret Hart und der Undertaker. Dann haben wir ein Fanbuch von den Power Rangers. Noch ein Fanbuch von den Power Rangers. Noch ein Fanbuch von den Power Rangers. Und hier nochmal ein Mighty Morph Power Ranger. Wird, denke ich mal, ein Figurenkatalog sein. Sehr schön. Auch cool. Batman Animated Series. Bin ich jetzt kein Sammler, hatte ich aber in der Kindheit und ich liebe ja solche Promo-Sachen. Und ebenfalls nochmal von den Turtles, Warriors of the Forgotten Seaver. Auch sehr geil. Glaube ich auch eine sehr teure Toyline, wenn mich das nicht täuscht. Oder war das mit diesen Flugsauriern? Ne? Gab es nochmal so eine Dino-Version, die sind auch sehr teuer. Ja, sehr geil. Also richtig cool. So, jetzt kann ich es euch zeigen, weil ich habe es eben kurz suchen müssen. Richtig geil. Ein Toys R Us Prospekt, wo hinten coole Lego-Sachen drauf sind. Ich blätter es für mich mal ganz kurz durch. Ich muss da euch ein extra Video draus machen. Mit Videospiele. Geil. Mit Brettspielen auch sehr geil. Mit Jurassic Park, Batman, Mighty Max, Transformers und vielen, vielen anderen geilen Stuff. Richtig cool. Toys R Us. Auch schwer zu finden mittlerweile. Und ein Heft, das zeige ich euch jetzt wirklich mal, weil ich bin da so krass begeistert davon, dass das in Deutschland, und zwar die Weihnachtshits. Man sieht jetzt leider nicht, von welchem Manfred Dünger Spielwaren City Center in Hamburg war das mal. Und hier sind einfach mal, also ich, wie ich das gesehen habe, dachte ich auch, so ein US-Katalog, Thundercats-Sachen abgebildet. Also richtig geil, der Fistpounder, der Thunder Tank, das Hovercat, der Skycutter, der Nosediver, auch Figuren hier, Jaga. Da steht hier irgendwie die zwei Figuren. 14 Mark haben die damals gekostet. 14 Mark 95. Hauptfigur aus dem ersten Set. 16,95. Fahrzeuge ohne Figuren. 29,95. Fahrzeuge, Hauptfigur. Thundercats Spielset ab 8 Euro. Masken. Hier sind Masken. Die Tigro-Maske, die Lion-O-Maske habe ich. Und das Thundercats Schwert mit leuchtendem Auge für 16,95 Mark. Leute, wenn ihr das verpackt, glaube ich, kaufen wollt, seid ihr, glaube ich, mittlerweile auch vierstellig. Unglaublich. Richtig geiler Stuff. Auch, wie gesagt, absolut krasse Preise gewesen. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ich hätte gerne noch viel, viel mehr mitgenommen. Es waren leider nur doppelte Sachen. Und da wollte ich jetzt nicht übertreiben. Und freue mich einfach über diese wunderbaren Sachen, die ich da mitgenommen habe. Ludwig Borger Cardback wäre ganz cool gewesen. Oder vom Adam Baum, weil da habe ich nämlich die Figuren dazu. Aber ich war jetzt mit dem 1-2-3 Cardback absolut zufrieden. Wie gesagt, ich habe noch kein Geld eingenommen und ich wollte erstmal ein bisschen hier mich zurückhalten. Soll ich euch meinen Börsenhain dann jetzt schon zeigen? Nee, ich habe ja noch ein paar andere Sachen. Beim guten Jonas, der mir die Sectorus-Bettdecke geschenkt hat, habe ich eine Figur gekauft und zwar von einer neuen Toyline, die ich noch nicht habe, von Bone Age. Bone Age ist eine richtig geile Toyline, die gefällt mir so gut und wenn ich jetzt noch mehr Figuren zu diesem Preis in dieser Qualität finden würde, würde ich, glaube ich, auch wirklich sammeln, aber
Ich habe mich jetzt erstmal auf eine Figur beschränkt. Die passt halt super zu den Dino Riders. Ist leider von der Größe her ein bisschen breiter. Da muss ich mal gucken, ob ich da eine Hülle oder einen Case irgendwie für finde. Aber richtig geil zum unschlagbaren Preis. Da vielen Dank an den Jonas. Mega cool, vielleicht finde ich ja in der nächsten Zeit noch ein paar davon und kann da nicht dran vorbeigehen. Sehr, sehr geil. Von der Firma Kenner. Ebenfalls am Freitag auf der Börse gekauft eine Hot Wheels Armbanduhr. Ich liebe ja solche Merchandise-Sachen wie so eine Armbanduhr. Und hier eine Attack Pack-Uhr. Attack Pack ist einfach eine coole Toyline. Ich weiß nicht, wie lang man wirklich Spaß mit den Fahrzeugen hatte. Ich habe da auch immer gern mit gespielt, aber ja, die hatten eine coole Funktion. Man konnte nämlich irgendwie hinten drauf drücken und die haben sich dann aufgestellt. Da waren dann Monster drin und habe ich auch eine kleine Sammlung und habe jetzt hier zum ersten Mal eine Armbanduhr davon gesehen und habe die für einen wirklich sehr guten Preis mitgenommen. Vorher auch noch nie gesehen. Leider ist der Blister wirklich kaputt. Und da werde ich mal schauen, ob ich den noch irgendwie wieder zurechtgebogen bekomme. Man kann nämlich, wenn man hinten drauf drückt, auch ebenfalls, vielleicht sieht man so ein bisschen in dem Video, blendet wahrscheinlich alles so, man kann so ein ganz kleines bisschen diese Fledermaus aufmachen. Vielleicht kriege ich es irgendwie zurechtgebogen. Am Ende schneide ich es ab, weil es ist wirklich einfach nur kaputt. Aber mal schauen. Richtig cool, noch nie gesehen vorher und das ist ja genau das, was ich liebe, wenn man durch so Stände geht, sieht auf einmal was, was man vorher noch nie gesehen hat und nimmt es mit zu einem fairen Preis. $7,99 hat die mal gekostet und ja, sehr cool. Hot Wheels Attack Pack Uhr. Dann habe ich noch ein, ja auch ein kleines Highlight gefunden. Ich habe das Set zwar schon in der Verpackung, aber halt nicht in diesem Zustand, denn das ist Case Fresh and Sealed. Das hat ein englischer Händler, als ich vorbeigelaufen bin, aus einer Box rausgezogen. Und ich habe erst gedacht, ich habe mich beim Preis verhört und hat dann gesagt, nee, jedes kostet nur so viel. Und ja, da habe ich mir eins mitgenommen, richtig cool, habe noch ein bisschen Werbung dafür gemacht sozusagen, habe da die Leute noch hingeschickt. Ich glaube, der eine oder andere hat sich da noch eins gesichert. Richtig geil, ich liebe solche Sachen. Er hatte auch ein ziemlich cooles Biker Mice vom Mars Kostüm, ebenfalls so wie dieses hier. Man sieht hier leider kein Produktbild. Das ist wie so eine Art Suit, eine Maske und vom Raphael ein Sai. Ja, also es ist jetzt kein Ganzkörperkostüm mit Handschuhen oder sowas, aber trotzdem sehr cool. Das Biker Mice vom Mars war mir leider zu teuer. Ich habe da den Alex von den Spielzeugjägern drauf geschickt. Ich weiß gar nicht, er hat es, glaube ich, sich nicht geholt, aber cool zu sehen auf jeden Fall. Habe ich vorher auch noch nie. Und ja, war einfach froh, meins jetzt upgraden zu können. Und das Alte kommt dann mit, ja, vielleicht auf die Toyplosion 2 nächstes Jahr. Vom guten Bürgermeister nicht auf der Toyplosion gekauft, sondern von ihm mitgebracht bekommen. Wollte er mir eigentlich schon den Montabaur mitbringen, hat aber vergessen. Und ja, ein cooles Color Form Playset von den Silverhawks in der Sealed-Version hatte er, meine ich, in Holland gekauft. Ist auch in einem schönen Zustand. Hinten die Rückseite, hier hat man eine kleine Delle, aber das sieht trotzdem einfach nur wunderbar aus. Habe ich schon lange auf meiner Wantliste drauf, aber durch den Import aus Amerika war mir das immer zu teuer. Und ja, jetzt habe ich es zu einem sehr, sehr guten Preis bekommen. Und ja, vielen Dank nochmal an den Flo. Übergabe, wie gesagt, war die Toyplosion. Deswegen ist das jetzt auch hier mit in dem Video gelandet. So Leute, soll ich euch mal ein Highlight zeigen? Nein, wir haben nämlich noch andere Sachen. Und zwar hat der Flo mir ebenfalls noch was besorgt. Und zwar eine Zahnbürste, die mal dringend sauber gemacht werden muss. Denn die war bestimmt benutzt. Eine Raphael bzw. Turtles Zahnbürste von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Richtig geil. Ich habe noch mal eine verpackte Version gefunden, wo ich noch am Überlegen bin, mir diese zu holen. Dann kommt die nächstes Jahr mit auf die Toyplosion zum Verkauf oder zum Tausch jeweils. Richtig cool, einfach nur
dass es sowas damals halt schon gab. Leider nicht bei uns, sonst hätte ich das bestimmt auch damals gehabt. Hinten kommt eine Batterie rein und dann ja, wird wahrscheinlich die Zahnbürste aufgeladen werden. Hier vorne ist noch ein Knopf. Vielleicht werde ich mal zum Ende des Videos mal einen Test machen, was man da mitmachen kann. Richtig cooles Teil. Vielen Dank, Flo, fürs Organisieren und auch fürs Mitbringen auf die Toyplosion. Soll ich euch mein Börsenhighlight zeigen? Nein, denn wir haben noch viel mehr. Und zwar hat mir der gute Sascha, der Martin Carter Productions, etwas abgeholt. Die wurden bei Kleinanzeigen angeboten und wir hatten, ich hatte dann dem Verkäufer gleich geschrieben, weil es ging hauptsächlich um eine dieser Sachen. Und er meinte nur, nee, nur Abholung und nur Barzahlung. Okay. Ich habe dann den Martin gefragt, ob er, den Sascha gefragt, ob er da irgendwie in der Nähe wohnt oder so. Und er meinte, ja, er könnte das abholen. Ich habe ihm da leider echt viel zugemutet, weil das war so ein bisschen tricky von der Zeit her und auch, dass er die Sachen halt dort bar bezahlen musste. Das wusste er nur kurz bevor er dorthin musste. Ja, sorry dafür, aber vielen, vielen Dank, dass du dort warst. Wir fangen mal an mit einer kleinen Garfield-Figur. Ist jetzt nichts Besonderes, war halt dabei. Wird ebenfalls, ist auch gerne gekauft worden auf der Toyplosion, gerade solche kleinen Figuren. Da werde ich die auch mitnehmen. Und zwar geht es um eine Shampoo-Flasche. Hier haben wir eine Garfield-Shampoo-Flasche aus Amerika. 1978 bzw. 1981 United Feature Syndicate Inc. Ja, krass. Eine, oh, sogar noch mit einem Schraubverschluss. Hier ist halt nichts mit drin, die sind leer. Und es war nicht die einzige Shampoo-Flasche. Der kleine Garfield gehört hier dazu. Denn ich habe dazu noch eine Alf-Shampoo-Flasche genommen. Ebenfalls eine ja, amerikanische Shampoo-Flasche. Leider steht hier kein Branding drauf. Das ist ein Gummikopf, der da drauf ist. Ich muss jetzt mal schauen. Da ist ebenfalls noch ein Schraubverschluss drauf. Richtig cool, dass es da sowas gab und ja, bei uns leider, glaube ich, zu dieser Zeit nicht verfügbar war. Dann was Skurriles. Die wollte ich auch unbedingt haben. Ich weiß auch nicht wieso. Ich war halt als Kind ein Fan von Poppels. Poppels Shampoo-Flaschen. Auch noch nie gesehen vorher. Und ja, der gefällt mir echt gut. Der ist so ein bisschen, ja, sieht aus wie von einer anderen Marke. Ist aber vom gleichen Hersteller. Auch sehr cool. Dann haben wir, gehen wir mal hier, schon gleich ein Highlight. Ein Plüsch-Mario. Natürlich ist das nicht mein Highlight, weil ich sammle generell eigentlich kein Plüsch. Und zwar ein schwarzer Gameboy als Shampoo-Flasche mit Donkey Kong vorne drauf. Und das ist ein Gameboy. Bath Game steht da drauf. Und hier kann man, das ist so ein kleines Ringspiel. Da kann man Wasser reinfüllen und dann kann man hier mit den Gummiknöpfen, beziehungsweise hier ist noch eine Flüssigkeit drin. Ja, vielleicht ist das einfach ausgelaufen. Man kann es zumindest nicht aufschrauben. Wirklich, wirklich kleiner Preis gewesen. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ein Highlight, eine Super Mario Shampoo-Flasche in einem wirklich schönen Zustand. Richtig toll, gefällt mir echt gut. Von 1992. Total skurril. Dann haben wir, sehr cool, dass die Figur dabei war. Die ist nämlich echt in einem sehr schönen Zustand. Ich glaube, da werde ich mal gucken, ob ich die sogar upgraden kann. Ein Hasbro Hulk Hogan. Und passend dazu ein Shampoo Hulk Hogan. Die habe ich mal in Ludwigshafen gesehen für sehr viel mehr. War, glaube ich, aber sogar noch original verschlossen und war noch ein original Etikett dabei. Aber jetzt habe ich eine leere, passend zu meinem Bret Hart, den ich auch als Shampoo-Flasche habe. Auch richtig geil. Eine rote Power Ranger Shampoo-Flasche.
mit diesem geilen Blitz unten dran. Und ja, ich mochte damals auch den T-Rex sehr. Und richtig cool wäre es wahrscheinlich auch nochmal in der grünen Version. Der kann sogar die Hand bewegen. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht noch Zubehör oder sowas dabei war. Aber es ist skurril. Einfach nur geil. Dann ebenfalls ein Highlight. Eine Michelangelo Shampoo-Flasche. Bubble Bath steht da drauf. Hatte ich als Raphael Shampoo-Flasche auch vor einiger Zeit bei eBay. Aber mit Import und so war es mir leider zu teuer. Hatte ich wirklich überlegt. Richtig cool. Und die Flasche, worum es mir eigentlich hauptsächlich ging und wo ich erst gedacht habe, ich habe mich beim Preis verlesen, war von den Thundercats eine Mumra Shampoo-Flasche. Richtig, richtig geil. Ich habe schon eine Silverhawk Shampoo-Flasche in der Sammlung. Eine von Bret Hart. Und ja, also bei sowas gerne mehr, wenn sowas jemand hat. Richtig geil, sau cool. Vielen Dank nochmal an den Sascha, dass der sich ja den Weg gemacht hat und mir die Sachen besorgt hat. Da ja, werde ich dir auch nochmal irgendwas besorgen müssen als kleines Dankeschön. Ja, in diesem Sinne, das waren die mitgebrachten Sachen. Eine Sache, die ich auf der Toyplosion vor meinem Highlight gekauft habe, zeige ich euch noch. So, ich weiß nicht, ob ihr den Channel kennt, schon mal gehört habt. Da gibt es so zwei Dudes, die so Dino Rider Reviews mal machen. Und zwar haben wir hier von den Spielzeugjägern, habe ich hier diesen Bootleg Questar mir ertauscht. Denn der gute, vielleicht könnt ihr den sogar abscannen, hier den Code. Der gute Martin hatte nämlich einen Stax, einen Stegosaurus von den Extreme Dinosaurs zum Verkauf angeboten und der war aber ohne Zubehör. Ich hatte aber das lose Zubehör noch dafür und habe ihn halt gefragt, ob wir halt was tauschen wollen dagegen und das war dann für mich okay. Kaufen wollte ich sie jetzt für den Preis nicht, aber das Tauschen, das hat für mich absolut gepasst und da war das dann für mich fein. Ja, sehr cool, meine erste und ich denke auch mal einzige Bootleg-Figur. Bin da jetzt nicht drauf aus. Wenn man sie mal irgendwie findet für einen guten Preis, nehme ich sie gerne mit. Aber so an sich was Skurriles für die Dino Riders-Sammlung. Sehr geil. Vielen Dank an den Muddy. So Leute, mein absolutes Toyplosion-Highlight habe ich mir jetzt erfüllt. Einer meiner Wants und zwar eine Silverhawk Steelheart. Auf Karte. Leider ist es die schwarze Karte. Ich hätte die gerne alle auf der blauen Karte, weil auf der schwarzen, ich finde es zwar cool, dass das Silverhawk-Logo dadurch so gut rüberkommt, aber mir gefällt bei den blauen Karten ist auch ganz gut, wenn der Charakter nochmal zu sehen ist. So als Beispiel zum Vergleich. Hier ihr Bruder, der Steel Will, der hier schön zu sehen ist und das Logo so ein bisschen schräg ist. Aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Ja, ich habe ihn beim Andy von Strongvision gekauft. Und ich habe die Figur schon bereits in Ludwigshafen gesehen und hatte den Preis gesehen und hatte gesagt, nee, also für den Preis nehme ich es nicht. Dann hatte ich es jetzt auf der Toyplosion hatte ich jetzt ebenfalls gesehen, er hat die Figur dabei und bin dann hin und habe gesagt, hier, wenn die am Sonntag noch da ist, reden wir mal drüber. Und ich bin am Sonntag zu ihm hin, habe dann halt gesagt, ja, hier, was können wir machen und habe dann noch sozusagen einen kleinen Geburtstagsrabatt bekommen und habe es zu einem für mich Schmerzpreis gekauft, absolut in Ordnung. Aber mehr hätte ich dafür nicht bezahlt. Dann hätte ich halt warten müssen und hätte halt gehofft, dass ich sie von irgendwo anders herbekomme. Man kann sie wahrscheinlich für ein paar Euro weniger bekommen, aber muss sie wahrscheinlich wieder importieren lassen. Und dementsprechend, ich bin sehr zufrieden. Die Karte ist nicht im perfekten Zustand. Die hat an der Seite und auch oben so ein paar kleine Abschürfungen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich sie habe. Der Blister ist noch schön klar, ist nicht gelb. Und die Karte an sich sieht auch sonst super aus. Ich habe sie hier gleich in das Case gepackt. Eigentlich ist es das Case von dem Steel Will.
Aber ich muss jetzt erstmal warten. Ich muss mir jetzt erstmal Cases irgendwo besorgen, anfertigen lassen und dass ich da meine Silverhawks da hineinpacken kann. Jetzt fehlen noch zwei Silverhawks auf Karte, beziehungsweise generell zwei der Silverhawks. Die hatte ich nämlich noch gar nicht in der Sammlung. Und das ist einmal der Flashback und der Quicksilver im Ultrasonic Suit. Der wird wahrscheinlich, wenn eines Tages mal lose in die Sammlung wandern, weil auf Karte halt im hohen oder mittleren vierstelligen Bereich schon unterwegs. Nee, also nicht für mich. Und der Flashback, der wird auch irgendwie sehr hoch gehandelt, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass der so teuer sein soll. Der ist dann sozusagen mein nächstes Ziel. Ich habe bei Toy Heaven oder Toys Heaven habe ich einen Losen gesehen für einen Preis, der mir leider auch zu hoch war. Fairer Preis ist so ein bisschen die Mitte zwischen den günstigen Varianten, die man auf eBay findet, und den sehr teuren Varianten, die man auf eBay findet. Da ist er jetzt, ich sag mal, auch zwar im oberen Feld, aber es ist noch immer so immerhin dazwischen. Hätte ich wahrscheinlich gefragt, hätte man am Preis noch was gemacht, aber ah ja, bei losen Figuren bin ich da immer so ein bisschen zurückhaltender als jetzt bei verpackten Sachen. So Leute, das waren meine Börsenhighlights von der Toyplosion 2. Ich bin immer noch komplett hinüber. Ich habe jetzt auch lange geredet. Das Video geht jetzt auch schon über 1,5 Stunden. Mal gucken, wie viel am Ende noch übrig bleibt davon. Und ja, es war einfach mega, die Leute zu treffen. Ich bin sehr dankbar über Geschenke, Glückwünsche, die Erfahrungen, die ich machen konnte, die Gespräche, die ich führen durfte, die Verkäufe, die ich dort machen durfte, die Einkäufe, die ich dort machen durfte. Und ja, wieder viele, viele schöne Sachen dabei. Viele tolle Sachen sind auch weggegangen. Hab andere Sammler damit glücklich gemacht. Und ja, für mich eine absolut gelungene Veranstaltung. Sehr stressig, sehr anstrengend, aber trotzdem wunderbar. In diesem Sinne, Leute, ich packe jetzt noch Geschenke aus und wir sehen uns gleich. Und ansonsten, falls ihr jetzt schon abschalten wolltet, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Retrokrempel. Leute, macht's gut. Bis dann. Gute. So, Leute, ich hatte ja sonntags Geburtstag und ich möchte jetzt mit euch live ein paar Geschenke auspacken, die ich bekommen habe. Das habe ich dem guten Mate versprochen, ihm eigentlich mein enttäuschtes Gesicht zu zeigen. Aber wenn man ein Geschenk bekommt, dann ist man natürlich nie enttäuscht. Und wenn man nichts erwartet, kann alles, was man bekommt, ja nur ja, mega sein. Ich bin wirklich gespannt, was in den Sachen drin ist. Ich würde gerne mal mit den etwas kleinerem Geschenk anfangen. Das ist vom guten Jerry. Der geile Jerry, geiler Typ. Ja, er hat mir zuerst das Star Wars Panini-Album geschenkt. Das Besondere hier, das ist aus seiner Kindheit. Und ja, das wird natürlich in Ehren gehalten, obwohl ich nicht der größte Star Wars-Fan bin, beziehungsweise kein Merch sammel davon. Es sieht auch noch wunderbar aus. Es ist von 1996 und guckt mal hier hinten, was für geile Werbesachen für Merch. Ja, ein paar Sachen fehlen, glaube ich, aber das wird dann komplettiert in den nächsten, ja, Jahren, Monaten. Oder soll ich es unkomplettiert lassen, weil es ja das Kindheitsalbum ist und ein Geschenk war? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es machen würdet. Würdet ihr das komplettieren wollen? Jerry, soll ich es komplettieren oder soll ich es so lassen? Ja, ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Erstmal vielen Dank für das geile Panini-Album. So, und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Ich habe eine Vermutung von der Größe her, könnte es hinkommen, aber ich weiß es nicht und ich bin gespannt, was da drin ist. Ist auf jeden Fall ein wunderbares Papier und ja, hat er sich viel Mühe gegeben beim Einpacken. So, ich reiße es jetzt einfach hier auf. Ich hasse Geschenke richtig, Geschenke, also Geschenkpapier richtig aufzumachen. Und ich sehe, was von Silverhawk. Oh, nice. Ja, richtig geil. Von den Silverhawk ein Viewmaster Set. Und das habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe ein Viewmaster Set, aber da ist die Karte ist pink. Das heißt, das ist ein anderer Teil, würde ich jetzt mal sagen. Hier steht jetzt nur Silverhawks. Release the Mirage. Monster gets so ein Evil Sky Shadow. Richtig geil. Sehr cool. Bleibt natürlich verpackt.
Ich habe ja auch einen Viewmaster passend dazu. Da kommt es dann in die Sammlung. Und ja, ich bedanke mich vielmals beim geilen Jerry für das geile Geschenk. Dann habe ich schon einen guten Flo vom guten Bürgermeister auch noch etwas bekommen auf der Toyplosion. Das hat er dort vor Ort sich, also mir besorgt. Er hat es mir besorgt, ja. Er hat es dort gekauft. Und ich bin gespannt. Ich habe so ein leichtes Durchschimmern schon gesehen und ich bin gespannt, was das ist. Ich habe noch nicht reingeguckt und ich nehme das Ganze auch nicht sonntagabends noch auf, weil ich bin ja etwas ja, zerstört nach Hause gekommen. Das Ganze nehme ich hier jetzt an einem Montag auf. So, ich sehe hinten einen Geist und ihr seht es zuerst, ein geil, ein Ghostbuster Heft von 1994, Columbia Pickers 1989 ist es, glaube ich, rausgekommen. So, ich mache das mal auf. Ist schon geil, dass die in so einer Comichülle drin sind. Dann bleiben die auch schön da drin. Ah, das ist ein Schulheft. Sehr geil. Bestimmt, ja, made in Italy. Die Italiener, also da war ja Toy Heaven aus Italien. Gruß an die Jungs. Die haben ja wirklich krassen Scheiß gehabt. Also die Italiener sind ja wirklich echt krass, was Merchandise und sowas angegangen ist. Leider steht ganz oft dieses Geek drauf. Das gefällt mir leider nicht zum Sammeln so gut. Aber sowas richtig geil. So, hinten ein Slimer und vorne der Ecto. Richtig geil. Die ganze Truppe. Sau cool. Richtig schöner Zustand auch. Also die müssen auch neu aus irgendeinem Shipper oder so sein. Sau cool. Noch höher, schön der Marshmallow Man. Geil. Peter, mein damals Lieblingscharakter, ich weiß nicht wieso, hat sich irgendwie so ergeben. Vielen, vielen Dank an den geilen Bürgermeister für die richtig geilen Hefte. Die werden einen schönen Platz bei meinen Ghostbusters-Sachen bekommen. So Leute, jetzt kommen wir noch nicht zum Mate sein Geschenk. Hier oben liegt schon was drauf, was mir schon als Geschenk bei weitem ausgereicht hätte. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich habe von einem Zuschauer, ich habe leider den Namen, glaube ich, nicht erfragt, der hat mir was von meiner Wantliste mitgebracht und hat mir die Sachen geschenkt. Und das ist einfach nur mega geil. Da danke ich dir vielmals. Ich hoffe, du siehst es. Kannst du gerne drunter kommentieren. Sorry, falls ich deinen Namen entweder überhört habe oder vergessen habe, aber ich meine, ich habe auch nicht danach gefragt. Ich war erstmal überwältigt in dem ganzen Trubel, da überhaupt auf einmal was in die Hand gedrückt zu bekommen. Und zwar geht es um Ghostbusters Hörspielkassetten, die mir noch gefehlt haben. Ist auch ein Want, den ich gar nicht ja, erfragt habe. Und zwar haben wir hier drei Stück. Zweimal die gleiche, die Nummer 8. Ich weiß nicht, warum er mir zweimal die gleiche geschenkt hat, weil eine ist sogar sealed. Da ist zwar ein Riss im Cover drin, aber gut, das interessiert mich nicht. Die ist noch sealed und selbst wenn sie gebraucht wäre und da ein Riss drin wäre, würde es mich nicht interessieren. Richtig, richtig geil. Da werde ich auf jeden Fall beide behalten, werde ich in Ehren halten. Da wird noch eine Sammlerschutzhülle, eine kleine drum gemacht. Die habe ich auch über meine ganzen anderen Sealed-Kassetten. Und die kommt dann zu denen, die auch mal gehört oder reingelegt werden kann. Und auch hier sehr geil, die 28, auch eine höhere Nummer. Sieht man immer mal wieder bei eBay und der hat sie mir mitgebracht und geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Das ja, erwarte ich nicht und ich freue mich da natürlich einfach mega drüber, wenn sowas passiert. So, dann kommen wir immer noch nicht zu Martas Geschenk, denn ich habe noch ein anderes Präsent bekommen und noch ein richtig krasses Geschenk am Ende, das zeige ich euch dann. Und zwar der gute Jonas, der Captain Planet Toys, werde ich euch, wir hatten einen Instagram-Kanal, werde ich euch verlinken, mir diese Sectorus Tischdecke geschenkt. Das, ich denke mal, es wird so eine von so einem Partymenü oder sowas gewesen sein, so ein Kindergeburtstag. Richtig geil. Leider ist sie noch verschlossen, da wird sie leider auch bleiben. Mal schauen, ob ich ein Bild davon finde, dann kann ich euch das mal einblenden, falls ich keins finde. Müsst ihr jetzt damit vorlieb nehmen. Richtig cool, vielen Dank an den Jonas, auch ein richtig geiler Typ. Haben uns noch ein bisschen unterhalten können, war leider auch beide ziemlich busy mit den Ständen. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich und deinen holländischen
Kumpel kennengelernt zu haben, haben uns auch ein bisschen unterhalten können. Ich mit meinem Dummkopf Schulenglisch konnte sogar mich mit manchen echt ein bisschen unterhalten. Also es war schon okay. Ja, vielen, vielen Dank an den Jonas. Dann habe ich immer noch was anderes, aber es ist ebenfalls Formate, richtig cool. Eine Monster in my Pocket Sammelkarte. Die hatte er geunboxed und hatte bei uns in die Gruppe reingestellt, ob jemand die Karten haben möchte. Und es haben sich mehrere gemeldet und ich hatte mich als erster, glaube ich, gemeldet. Aber ich wollte dann auch nicht alle haben, sondern ich habe dann gesagt, okay, dann kann sich ja jeder eine aussuchen. Und ich habe mir das Skelett ausgesucht. Fand ich richtig cool. Skeleton Point Value 5. Ja, das ist so eine Art Quartett, würde ich jetzt sagen. Richtig cool. Auch ein schönes Design. Das kommt noch in so ein kleines Acrylcase, die der Mate damals entdeckt hat und in der Gruppe sozusagen verbreitet hat. Und da kommt das dann dazu. So Leute, ich bin hart gespannt. Die Kassette ist sogar noch festgemacht. Dann brauche ich ein Werkzeug. Hart gespannt. Wenn ich seine Videos vielleicht öfter gucken würde, vielleicht wüsste ich dann, was hier drin ist. Schauen wir mal. Also, wir haben hier als erstes, wie gesagt, was mir dicke... Alter, was hast du das festgeklebt? Boah, Alter, ich mach gleich die Kassette kaputt. Ey, ist aber auch echt stabiles Geschenkpapier, muss ich sagen. Hier hat er mir die Silverhawk MC Hörspielkassette mit Cover geschenkt, die er in einem Frankreich-Urlaub, glaube ich, gefunden hat. Und einen Croissant-Point könnt ihr dann mit abgreifen. Ist wahrscheinlich eh falsch ausgesprochen, deswegen lasse ich es direkt. Ich zeige euch einfach die Kassette ein bisschen von Namen. Und dann, ja, richtig, richtig geil. Wie gesagt, hätte mir als Geschenk dicke gelangt. Kommt auf jeden Fall auch eine Sammlerschutzhülle drum, weil die Silberhock-Kassetten sind wirklich selten. Und mit Cover, glaube ich, ich weiß nicht, ob es davon noch mehr gibt. Ich habe zumindest noch nie welche gesehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Glaube ich, könnte ein Gesellschaftsspiel, ein Brettspiel sein, so von der Größe her. Okay, uff. Ah, okay. What the fuck? Ich habe jetzt was anderes erwartet. Das ist ja geil. Ich habe nur eben das Grüne gesehen und habe mir so gedacht, okay, was ist das? Das müssen wir mal aufmachen. Ninjas. Und wir haben hier drei Protagonisten, die aussehen. Man könnte jetzt vermuten, Mutmaßung, dass so eine Art Turtles Remake Bootleg ist. Ebenfalls auch mit den Waffen und auch mit den Bändern könnte so ein bisschen passen. Schauen wir mal. Aufgemacht hat das ja schon. Das ist so eine Art Mensch, ärgere dich nicht. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und ja, cool mit diesen kleinen Figuren. War mit Sicherheit zielt. Wie gesagt, wenn ich seinen Kanal öfter gucken würde, wüsste ich wahrscheinlich genau auch, was das ist. Und das ist so geil. Das ist wirklich was echt Skurriles. Skurrile Sachen sind jetzt nicht irgendwie auf meiner Sammelliste ganz oben, aber bei sowas, da geht mir das Herz ja schon ein bisschen auf. Sau, sau geil. Irgendwas anderes drin wird wahrscheinlich nicht sein. Manchmal sind ja noch irgendwie Anleitungen oder sowas drin oder eine Erklärung, aber die wird dann hinten draufstehen. Ja, Marte, guter Versuch. Vielen Dank für das geile Brettspiel und die noch viel geilere Kassette. Und ja, richtig, richtig geil. Das Ninjas-Spiel. Sau cool. Also die Optik ist schon mal echt gut. Auch die Qualität. Also es ist jetzt so nicht irgendwie billig bedruckt,
Cool. Auf jeden Fall mal was anderes und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. So Leute, jetzt muss ich kurz die Kamera auf mich richten. Als die Toyplosion zu Ende war, ich meine Sachen eingepackt hatte, kam der Basti. Geiler Typ, der Basti aus der, ja, ich kenne ihn aus der Videospielszene. Ein auch richtig geiler Sammler, ein geiler Typ, einfach wirklich tiefenentspannt, immer nett, immer, ja, großzügig. Ich weiß nie, was ich da so sagen soll zu, weil ich, ja, ich überwältigt bin, wirklich. Er kam so zum Ende der Börse hin und wir haben uns begrüßt. Und da hat er dann mitbekommen, dass ich Geburtstag habe. Er so, warum hast du nichts gesagt? Hätte ich dir was mitgebracht? Ich so, ja, ey, alles cool. Ich habe ja nichts erwartet. Das ist ja keine Pflicht. Und der so, ja, komm, was willst du? Ich so, ja, was soll ich mir jetzt wünschen oder was? Ich so, überrasch mich. Okay, gib mir 10 Minuten und er ist losgelaufen. Und jetzt hat er mir was mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach überwältigt, Leute. Ich muss euch es einfach zeigen. Und zwar hat er mir bei den Italienern, bei Toys Heaven, den Mega Mutant Needle Nose mitgebracht. Und das Besondere hier, der ist einfach sealed. Das ist einfach eine sealed Version der Verpackung und hat ein paar Gebrauchsspuren, aber ey, alleine das Teil irgendwie, ich habe es in der Sammlung bereits, lose, aber in der Sealed-Version natürlich nicht und jetzt wird dann nochmal ein kleines Upgrade gemacht und ja, Basti, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer vielen Dank, einfach nur richtig, richtig geiler Typ. Er hatte mir schon mal ein großzügiges Geschenk gemacht und ich weiß nicht, wie ich mich da revanchieren soll. Also, irgendwann eines Tages werde ich was finden, was hoffentlich ja auch dich glücklich macht und dementsprechend, ja, vielen Dank. Geiler Typ. Und ja, das waren meine Geburtstagsgeschenke, die ich auf der Toyplosion bekommen habe. Und ich danke einfach jedem, der mir gratuliert hat, der an mich gedacht hat, der mir geschrieben hat oder der halt auch so Übertreibergeschenke gemacht hat. Ich, wie gesagt, ich erwarte nichts. Ich habe auch gerne zum Beispiel dem Flo an seinem Geburtstag, der hatte Freitagsgeburtstag und ich hatte ihm etwas, was ich mir gerne in die Sammlung stellen wollte, was ich dort gekauft habe, ihm dann auch sehr, sehr gerne geschenkt. Dem Mike ein Präsent gemacht, weil er ebenfalls ein geiler Typ ist, muss ich nochmal kurz hier erwähnen, der Flo, der Mike, alle, die ich dort getroffen habe und ja, vielen Dank, Leute, dass ihr da wart, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Unterhaltung an meinen Eindrücken der Toyplosion 2. Ich bin immer noch ein bisschen fertig und ich glaube, ich lege mich jetzt einfach mal auf die Couch und chill jetzt noch den Rest des Tages. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Retro-Krempel. Bis dann. Gute.